Ja, moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Satisfactory Video und ja, wir werden uns heute um Carterium kümmern. Da haben wir hier unten schon eine riesige Bahn lang gezogen und hier sind wir jetzt mit dem Carterium Förderband mit 240 Einheiten. Und ja, da bin ich mal gespannt, was wir damit alles machen können. Ich denke, wir werden das dann gleich mal verarbeiten. Wir müssen jetzt sowieso die Barren machen. Das heißt, wir können hier schon einmal die Schmelzer auf jeden Fall kalkulieren. Das sind bei... Das können wir hier ungefähr machen, würde ich sagen. Ne? Ja, hier so. Können wir anfangen. Bei Carteriumbar sind das 45 zu 15. Das heißt, wir können hier einfach 240 mal durch 45 teilen. Haben 5.3, das heißt 5 Schmelzer können wir hier befeuern. So. 3, 4, 5. Perfekt. Die müssen wir natürlich alle noch einstellen eben und dann müssen wir uns überlegen, was wir mit den Carteriumbahnen genau machen wollen, denn wir können ja nicht aus alles Draht machen. Zumindest wenn wir hier mal eben kurz schauen in der MAM. Dann sehen wir hier ein Carterium. Wir brauchen einmal 500 davon und dann noch ein bisschen davon. Dann können wir Highspeed-Anschlüsse machen. 500. Okay. Wir können ja erstmal rechnen, wie viel Drähte wir daraus machen können und wie viel wir dann am Ende auch wirklich brauchen. Ich glaube, dass wir auch nur die Drähte brauchen. Ich bin mir da nicht sicher. Deswegen erstmal gucken. Gehen wir davon aus, dass wir nur die Drähte brauchen. Dann haben wir hier 4. Nee. 5 mal 15 und das wären 75. Hätte ich eigentlich auch im Kopf rechnen können, aber egal. Ich bin nicht so gut in Mathe, zumindest nicht so schnell. Dementsprechend spart uns das eine Menge Zeit. So, 75, dann müssen wir mal gucken, wie viel wir hier genau machen können. Durch 12. .25, also 6 Stück. Wunderschön. Gut, das mache ich jetzt mal eben kurz hier hin. Also ich werde hier mal kurz 6 hinbauen, einfach damit ich weiß, wie viel das sind. Damit ich mir das merken kann. Ansonsten vergesse ich das gleich wieder. Ich bin wirklich sehr, sehr vergesslich und dementsprechend ist es ganz gut, wenn wir hier so eine kleine Stütze haben. Und da wir uns heute nur hier rum kümmern, werde ich auch nicht viel cutten, weil ich denke, das ist auch gerade gar nicht so unbedingt nötig, denn heute machen wir Carterium. So, das ist der Fusionator, der gehört hier nicht hin. Wir brauchen den Splitter. So, den Splitter werden wir genau hier hinbauen. 2, 3, 4, 5. Perfekt. So. Sehr schön. Da geht's rein. Und jetzt müssen wir hier noch gucken, dass wir die dann da rangereiht bekommen. Gehen wir nach rechts oder gehen wir nach links? Also da ich da vorne ja noch ausbauen möchte, würde ich sagen eher nach rechts. Ne? Damit wir wirklich so viel Platz wie möglich sparen. Weil da möchte ich auf jeden Fall... Dit, dit, dit. 2, 3, 4, 5. Perfekt. Das gleiche müssen wir jetzt nochmal mit Splittern machen. Beziehungsweise jetzt können wir schon damit anfangen, die 6 hier hinzupacken. Waren das 6 Stück, ne? Hier 45 durch 12 waren das doch, genau, 6 Stück. So, jetzt müssen wir hier nämlich einmal einen Splitter hinmachen auf der Schiene hier. So, perfekt. Genau so. Und jetzt können wir es nämlich ganz einfach daran ausrichten. Nehmen wir den Constructor. Ja, wir könnten den so bauen, wir könnten ihn aber auch eigentlich so bauen. Würde ich sogar eigentlich fast besser finden. 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 Stück. So. Rein damit. Und jetzt können wir hier schon weitermachen. Perfekt. Und schon haben wir hier ein ganzes System fertig.
und brauchen hier auch gar nichts mehr machen. Ne? Das läuft alles supi. Okay, sehr schön. Hier wollen wir natürlich die Drähte haben. Das würde sauschnell, es produziert sauschnell Drähte. Das weiß ich jetzt schon. Die Turbodrähte werden so verdammt krass schnell produziert, dass wir innerhalb von kürzester Zeit hier ein Lager komplett voll haben werden. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir das genau machen. Wenn wir das Lager hier vorne hin machen, dann können wir das schön... Ich denke, wir werden das dann ungefähr... Hier kommt dann der Fusionator ran. Da müssen wir nochmal eben kurz gucken, wie genau. Fusionator. So. Genau da. Und der wird noch dann nach da gehen. So. Und hier packen wir auch gleich das Lagerteil hin, weil ich nicht genau weiß, ob wir das eventuell nochmal abreißen werden. Kann ich eigentlich den Lagercontainer in einen großen verwandeln? Kann ich das upgraden? Nee, kann ich nicht. Okay, das geht bei dem Upgraden nicht. Das geht bei anderen Sachen, aber nicht bei Lagercontainern anscheinend. Die Frage ist jetzt, ob wir das dann vielleicht mal umbauen werden. Ein kleiner Lagercontainer wäre besser, weil man das dann einfach abbauen kann, ne? Und einfacher wieder umändern kann, weil ich nicht weiß, ob das hier so hundertprozentig so bleiben wird. Und außerdem sind das hier eigentlich auch genug Plätze erstmal. Das können wir erstmal so machen. Weil ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie genau ich das hier jetzt gestalten will. Und ob wir auch wirklich so viel brauchen. Ob wir vielleicht noch andere Sachen brauchen von Caterium. Weil wir können aus Caterium ja sicherlich andere Sachen auch noch machen, ne? Die Mam haben wir jetzt abgerissen, glaube ich. Egal, wir haben eh genug Zeug dabei. In Caterium haben wir hier gerade die Highspeed-Anschlüsse. Hier kommt noch irgendwas, das müssen wir dann erstmal erforschen. Aber so für den Moment ist das, denke ich, mal ganz okay hier. Ich werde sonst, wenn ich da unten sehe, dass wir keine anderen Caterium-Sachen brauchen oder keine anderen wirklich hergestellt werden können, dann werde ich dann noch andere Sachen hier mit dran bauen. Ne? Werde ich hier zum Beispiel was abreißen und dann können wir das halt so machen. So, die Turbodrähte sind schon alle eingestellt hier, wie es scheint. Ich habe da, glaube ich, überall die Turbodrähte eingestellt. Ne? Ja, sind alle überall eingestellt, sehr gut. So, jetzt muss ich das Ganze noch anschließen. Da werde ich einen kleinen Cut machen, weil das ist ziemlich langweilig. Ne? Ich werde hier einfach den Strom jetzt hier ranpacken. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze hier so läuft. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Wir sollten die Stromversorgung dann ungefähr hier so bauen. Ne? So. An dem Bereich. Können wir da vorne was ranbauen? Ist da noch einer frei? Oh, da ist einer frei. Wundervoll. Können wir hier ungefähr auf die Höhe gehen. Das ist hier. Und dann hier an die Ecke bauen. Und zack. Und dann können wir hier verbinden. Wunderschön. Wunderschön. So, werde ich mal eben machen. So, schon fertig. Hat echt nicht lang gedauert. Und da sehen wir auch die Produktion. Die ist in vollem Gange. Und hier wird auch schon losgelegt. Und da kommen auch schon die ersten raus. Und ihr seht jetzt schon, wie schnell das geht. Wir haben jetzt schon, ich habe das gerade erst angemacht. Und jetzt haben wir schon über 20 Stück. Das ist so heftig. Da seht ihr das, wie das hochgeht. Das knallt einfach nur noch so nach oben hier. Und das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Weil natürlich jetzt erstmal die ersten hier volllaufen werden. Dann werden wird der zweite volllaufen, der dritte und so weiter. Und dann haben wir hier wirklich eine sehr, sehr hohe Produktionsrate davon. Jetzt haben wir schon 100. Also ich warte mal eben kurz, ne, trinke ein Käffchen. Dann haben wir die 500 frei, können das eben erforschen. Dauert das eigentlich lange? Davon habe ich übrigens gerade ein bisschen was gebraucht an Herstellung. Caterium. Ach, 3 Sekunden. Okay. Ungelogen. Ich war kurz an meinem Telefon, habe eine Nachricht beantwortet und schon über 500. Es ist so crazy. Das ist so unglaublich crazy hier. Deswegen werde ich mal eben kurz was machen, und zwar diesen hier. Und warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich nicht will, dass das jetzt hier übertrieben viel produziert, wenn ich jetzt eigentlich das noch abändern möchte. So. Jetzt haben wir noch den Supercomputer. Da brauchen wir die Highspeed-Dinger für. Da brauchen wir noch die anderen Teile hierfür. Und da sollte man vielleicht mal kurz gucken, was genau das eigentlich für Rezepte sind. In der Werkbank geht das Wunderbärchen. Der Computer zum Beispiel, der benötigt Platinen. Und den anderen Kram hier.
Da müssen wir noch andere Sachen herlegen. Viel herlegen müssten wir, damit wir die Computerfabrik hier realisieren können. Machen wir jetzt gerade nicht. Wir kümmern uns erstmal um die Kleinigkeiten und dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier noch den KI-Begrenzer. Da brauchen wir ebenfalls Turbodraht. Das heißt, wenn wir Kupfer herlegen, könnten wir hier auch KI-Begrenzer machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir Kupfer hierher bekommen. Ich meine, ich weiß, wie ich Kupfer hierher bekomme, ne? Hier, easy. Aber das Ding ist, welche Kupferader wir nehmen. Da vorne habe ich noch eine gesehen. Da hinten. Die können wir eigentlich dafür nehmen. Aber ich würde sagen, dass wir dann hier zwei Ziele haben mit diesem Bereich hier. Und das erste Ziel ist erstmal Turbodrähte. Wir brauchen anscheinend nur Turbodrähte. Wir brauchen nichts anderes von Caterium. Caterium kann anscheinend wirklich nur diese Turbodrähte herstellen, die zwar wichtig sind, aber halt nur die Turbodrähte. Wir brauchen nichts anderes dafür, ne? Also, das heißt, wir brauchen nur die Turbodrähte. Und ja, mal eben kurz schauen, was wir hier genau... Genau, hier die KI-Begrenzer, da brauchen wir nochmal das Ding für. Aber für die Platinen braucht man dann den Kunststoff. Aber braucht man das andere nicht für. Warum haben wir dann für die... Nee, das waren diese schnellen, die Highspeed-Dinger waren das. Die wir hier gerade erforschen wollten, ne? Oder erforscht haben. Highspeed-Anschluss, die müssen wir doch eigentlich hier auch herstellen können. Anscheinend sind die Highspeed-Anschlüsse noch ein Teil mehr. Das heißt, die werden in dem Manufaktor-Ding hier gemacht, in dem Teil. Ja, Kabel, also, ja, jetzt wird es langsam obvious, dass wir auf jeden Fall Kupfer hier hinten brauchen. Wir brauchen hier auf jeden Fall Kupfer. Sonst können wir das nicht machen. Ich würde dann sagen, nehmen wir uns heute erstmal ein kleineres Ziel. Und zwar nehmen wir dann heute mal vielleicht noch die Platinen. Da brauchen wir Kupferbleche für und halt den Kunststoff. Ich würde sagen, dass wir dann heute nochmal das Kunststoff realisieren, weil hier haben wir schon mal die Drähte. Die Drähte können wir auch genauso lassen, weil da kommt nichts mehr zu. Wir wissen genau, wie viel wir davon produzieren und wie groß wir das Ganze machen können. So, und hier wird auch ordentlich produziert. Das heißt, hier vorne können wir die andere Fabrik aufziehen. Das heißt, wir brauchen Kunststoff. Kunststoff ist benötigt. Und ich denke, wir werden das so machen, dass wir genau hier neben diese Stelle machen, die LKW-Station. Und das möchte ich genau deswegen machen, weil wir dann hier... das genau auf der Höhe haben hier. Seht ihr das? Aber wir könnten noch einen weitermachen eigentlich. Aber ihr seht, was ich meine. Das ist jetzt hier schön auf einer Höhe. Und wir haben hier dann einfach ja, das Teil mit dabei und können auch gleich den Kunststoff da rausfließen lassen und hier vorne in die nächste Fabrik. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir das da vorne realisieren. Und da habe ich ja extra alles umgebaut, gerade weil ich gerne später noch den Kunststoff woanders hinbringen wollen würde. Das hatte ich noch so im Hinterkopf, dass wir das auf jeden Fall machen müssen. Und dementsprechend habe ich da schon mal so ein bisschen mitgedacht. Kommt nicht oft vor, aber ich habe auch meine hellen Momente. So, dann wollen wir das Ganze hier doch mal machen. Denke. Einmal da und einmal da. So. LKW-Station. Wo machen wir das hin? Wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen einmal den Input dafür und wir brauchen auch noch ein bisschen von da vorne. Wir brauchen also hier noch eine kleine Abzweigung, die wir dann da reinfinden. Das passt ziemlich gut. Das passt hier sogar ziemlich, ziemlich gut hin. Ja, ne? Müssen wir mal kurz gucken. Da haben wir die Teile. Dann können wir hier schon 1A das Zeug reinführen. Seht ihr das? Perfekt. Und hier können wir dann auch ganz einfach von da vorne was reinholen. Außerdem habe ich was hier einen Verbesserungsvorschlag gekriegt. Den werde ich euch gleich zeigen. Und zwar da vorne hat jemand was verbessert und ich wollte es gleich noch machen, sonst wird wieder gemeckert. Deswegen mache ich das gleich, keine Sorge. Aber wir wollen hier einmal den Splitter machen. Und zwar
Na, ich mache das mal lieber so, dass wir erst das Teil hier dahin legen. Und dann den Splitter machen. Na, den kann ich jetzt nicht ersetzen hier, das wäre mir zu doof. Der ist nämlich an mehrere Teile hier rangeknüpft und... Das ist ein Strommast MK2. Überall noch Strom, ne? Ja, doch, doch. Ich hatte eben mich so ein bisschen verguckt. Ich dachte, der wäre da vorne irgendwo angeschlossen, aber war er nicht. So, gut. Dann hier einmal an der Stelle genau einen Splitter ranmachen. Das wird ein bisschen... Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich muss das so ein bisschen per Hand machen. Das wird hier so ein richtiger Handjob. GGT. Geht das? Ja, perfekt. Na, nicht ganz perfekt. Ach, ich muss das anders machen, Leute. Ich hasse das. Ich wollte das eigentlich verhindern, dass ich das nicht machen muss hier. Genau sowas mag ich eigentlich nicht, aber ich kann es nicht hier ertragen, dass das Ding so schief ist. Jetzt ist es gut. So, jetzt haben wir das soweit auch schon mal fertig. Jetzt müssen wir nur noch Gedanken machen, wie wir das alles verbinden wollen. Und wie wir da vorne die ganze Fabrik dann realisieren, weil das wird sehr viel Arbeit mit Kupfer. Wir können ja schon mal auch gleich mal Kupfer raussuchen. Aber erstmal möchte ich euch was zeigen, was ich hier verbessern soll. Und zwar habe ich hier vorne... einen Splitter rangebaut, obwohl ich eigentlich es viel einfacher hätte haben können. Und zwar, hier ist ja schon ein Splitter. Hätte ich da einfach ranmachen können. Ich bin so ein Honk. Aber sowas seht ihr halt, ne? Wenn ich zum Beispiel gerade müde bin oder was weiß ich und ich check das nicht, dann seid ihr da und ihr checkt das. Finde ich einfach super. Das ist einfach top, Mann. Deswegen ist, ne, so Videos machen ist schon ziemlich cool, wenn man viele Fehler, die man selber macht, vielleicht gar nicht so realisiert oder vielleicht auch gerade, ne, nicht so mitbekommt und die Leute, die es dann sehen, ne? Oh, hier, guck mal, wir haben schon richtig viel, Mann. Genial, genial. Okay, dann müssen wir schon mal uns Gedanken machen um die Kupferquelle. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer und eigentlich wäre Eisenerz auch nicht schlecht. Und es wäre eigentlich gut, wenn wir eine gute Quelle haben, nicht so eine Guffelquelle. Problem an der Geschichte ist wiederum, dass wir nicht so viel zur Auswahl haben, was das angeht. Kupfer. Wo haben wir hier noch Kupfer? Da haben wir Kupfer. Genau, das war die normale. Eine reine werden wir hier wohl nicht mehr finden. Wobei da hinten vielleicht. Ich guck mal die beiden Quellen da mal an. Dann schauen wir mal, aber da ist auch eine. Das ist die niedrige, die schlechte. Aber die beiden gucke ich mir mal eben an. Die erste Quelle hinter mir, die da ist normal. Die hier vorne wird höchstwahrscheinlich auch normal sein. Ich gehe mal einfach davon aus, dass die normal sein wird. Beide normal. Ja, normal. Das heißt, wir werden die da vorne nehmen. Und von da aus werden wir dann auch Kupfer fördern. Oh mein Gott. Boah, da geht's ganz schön tief runter. Also hier wird man das dann machen. Warte mal, ist das da vorne ein MK1 meiner? Ach ja, ich brauche ja gar nicht so viel davon. Warte gerade schon. Hä? Warum MK1? Aber wir brauchen ja von dem Zeug gar nicht so viel. So, dann werden wir mal eben kurz hier die Teile bauen. Ausrüstungswerkstatt. Mobile Miner. Dann können wir das schon mal fertig machen. Dann haben wir schon mal Kupfer.
Und dann sind wir eigentlich auch schon einen ganzen Schritt näher dran. Das wird eine ganz schön große Fabrik wieder. Ich sag's euch, ey. Ich sag's euch. Es wird wieder ziemlich viele Ressourcen fressen. Alleine hier. Ja, da haben wir schon das erste Problem. Wir brauchen hier wieder so eine Rampe. So eine hier. Ja, ich denke Minimum. Wir müssen aber gucken, ob wir den Miner draufstellen können. Okay, der Miner will da jetzt erstmal nicht drauf. Jetzt will er drauf. So. Und jetzt ist der... Ja, perfekt. Perfekt. Hm? Was willst du tun, ne? Bitch. Ich liebe das Zeug. Ich meine, die Waffe ist einfach so genial. Einfach göttlich. Okay. Auf jeden Fall, hier haben wir jetzt hier eine Lösung gefunden. Das ist schön. Jetzt müssen wir eigentlich das Ding hier wieder ganz zurückziehen, ne? Und das wird eine Arbeit für ein anderes Mal, beziehungsweise werde ich das dann nicht aufnehmen. Das wird wieder ein bisschen eklig, lange dauern. Da dürfen wir jetzt ganz zurücklegen. Bis zum... Ja, da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Und da darf ich jetzt ganz zurücklegen hier. Deswegen, also das mache ich nicht jetzt hier. Das mache ich dann ein anderes Mal. Beziehungsweise im nächsten Video werde ich das dann fertig haben, denke ich. Ist das hier schief? Das ist nicht schief, oder? Nee, Einbildung. Ja gut, dann werde ich jetzt einfach so halt alles bauen und wir werden dann im nächsten Video die ganze Fabrik fertig machen. Ich muss wirklich das Kupfer bis ganz hinten bauen, also hier jetzt noch ganz lang legen und das wird so viel Zeit fressen, deswegen, das möchte ich jetzt eigentlich hier nicht mehr ins Video reinbauen. Und es leckt hier irgendwie erstaunlich viel. Obwohl ich hier eigentlich gar nicht so viel gebaut habe, okay, da hinten schon. Aber eigentlich sollte es hier vorne nicht lecken, ne? Merkwürdig. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.